Punkte von Hannes. Hannes hat ja bei der Quali dieses Jahr zur Super League ein spannendes Finale gehabt, war 3-1 hinten, konnte die Partie dann noch drehen und mit 4-3 in das Hauptfeld einziehen. Beide nach 12 Darts auf keinem Finish. Hannes wird es auf jeden Fall als erster schaffen mit Triple 20, Triple 3 und das ist eine Single 1. Single 1, Triple 1, somit 102 Punkte, 64 geworfen. Wie weit kann sich Tonchi stellen mit 58? Hannes die 102, Triple 20, Single 10 für die Doppel 16, geht jetzt den Schritt zurück, fokussiert sich nochmal neu. Und jetzt das erste Leck knapp nicht zu machen und somit bekommt Tonchi die Chance auf 115, Single 19, Triple 20 verpasst, somit bekommt Hannes nochmal 3 Darts. Er ist knapp außerhalb, Doppel 16, der ist in der Single 16, Doppel 8, Single 8. Man sieht es am Gesichtsausdruck, dass er damit natürlich nicht zufrieden ist und Tonchi schnappt sich dieses erste Leck 1-0. Und ein Break direkt im ersten Leg. Tonchi beginnt mit 57 Punkten. Single 20, Single 1 und das ist noch eine 1. Da hat er sich mit dem Fly den dritten Dart in die Single 1. Gebohrt. 100 Punkte von Tonchi. Für beide natürlich wichtige Punkte, um in der Tabelle weiter nach oben zu rutschen. Das waren 100 Punkte von Hannes. Wieder die Triple 1. Er wird jetzt wechseln. Da hat er sich die Triple 20 verbaut. 42 Punkte von Hannes. Punkte von Tonchi. Wieder einer in die 1, somit 81 Punkte. Kann sich Tonchi jetzt in den Finish-Bereich kämpfen? 60 Punkte, somit 184 Rest und kein Finish. Hannes hat jetzt auf jeden Fall die Chance, ein Finish zu stellen. Braucht jetzt eine Triple, das sind auch nur 60 Punkte und somit auch kein Finish. Tonchi hat jetzt nochmal die Chance, sich hier zu stellen. Das sind 80 Punkte, das sind 100 Punkte. Somit 84 Rest. Bekommt auf jeden Fall 3 Darts für dieses Finish. Hannes auch mit 100 Punkten. Stellt sich 96. Das ist das Bullseye. Das war ein
Bouncer und der ist daneben. Auch eine interessante, ein interessanter Weg, die 84 zu spielen. Bull Doppel 17, Triple 20 von Hannes, Doppel 18 zum 1:1. Ist draußen Doppel 18, da ist auch nicht drinnen. Doppel 17, der ist in der Single 17, der letzte. Doppel 18, 1:1. Die Geste von Hannes. Es beginnt das dritte Leck, 97 Punkte. Punkte von Hannes Tonci, wird jetzt auf jeden Fall versuchen, hier nachzulegen, auch mit 100 Punkten. Dürfte die Single 5 stellt sich 96. Das ist das Bullseye. Das war ein Bouncer und der ist daneben. Auch eine interessante, ein interessanter Weg, die 84 zu spielen. Bull Doppel 17, Triple 20 von Hannes, Doppel 18 zum 1:1. Da ist draußen Doppel 18, da ist auch nicht drinnen. Doppel 17, der ist in der Single 17, der letzte. Doppel 18, 1:1. Die Geste von Hannes. Hannes beginnt das dritte Leck, 97 Punkte. Punkte von Hannes Tonci, wird jetzt auf jeden Fall versuchen, hier nachzulegen, auch mit 100 Punkten. Dürfte die Single 5 stellen. Herzlich willkommen zu 20 Sekunden Warten mit Elias. Ich warte kurz mit dir auf das Video, das du eigentlich sehen wolltest. Nee. Keine Lust zu warten. Ich guck lieber gleich die nächste Folge Game of Thrones auf Sky.
auch keine Lust zu warten? Alle Staffeln Game of Thrones. Nur auf Sky. Einem 100er auf 100 gestellt. Hannes muss jetzt auf jeden Fall zumachen. Triple 19. Das ist die Single 6. Doppel 18 und die sitzt. 99er Finish von Hannes zum 2:1. Das vierte Leg beginnt Tonchi hier direkt mit einer Triple 20 und zwei Single 20. Das war eine 100, ja, 100 Punkte. Tonchi. Dürfte ihm wieder ein Dart rausgebounced sein. 120 Punkte von Tonchi. Hannes muss jetzt natürlich sehen, dass er da mit dem Score mithält. 100 Punkte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Sehr, sehr wichtige Darts. 100, 120. Das waren 140 Punkte und somit nach 9 Darts ein Finish. Auch hier bei Hannes der erste im Triple, der zweite in der Single 20, auch 140 Punkte. Gerade die Info bekommen, dass Hannes auf jeden Fall die Quali für Schwächer dieses Jahr spielen will. Tonchi stellt sich 84, Hannes muss, trifft die Triple 1 und die trifft die Single 1 und die Triple 5, geht dann einen Schritt zurück, um sich neu zu konzentrieren, nochmal zu sehen, was habe ich Rest, stellt sich 167, Triple 20, Doppel 12, Doppel 6, die trifft er nicht. Hannes jetzt die Chance zu einem 167er Finish. Die Triple 5 somit nicht möglich. 55 Punkte. Und jetzt 3 Darts für Tonchi. Für die Doppel 6. Das ist die Single 6. Doppel, das ist die Single 3. Wird er sich stellen? Nein, er wird sich über. Er überwirft sich und lässt sich somit nochmal Doppel 6. Hannes hat die Möglichkeit für 112. Das ist die Single 20. Und wieder die 1. 38 Punkte geworfen. Doppel 12 ist wieder die Single 6. Doppel 6, Entschuldigung. Single 6. Die sind beide draußen. Hannes bekommt wiederum die Chance. Hier 74. Welchen Weg geht er? Triple 18? Nein, Triple 14. 14, 20 für die Doppel 20. Doppel 20. Der sitzt. Ja, und er entschuldigt sich wieder, dieses Leg gewonnen zu haben. 3:1 für Hannes. Hatte jetzt auf jeden Fall Glück, dass Tonchi nicht gecheckt hat. Und konnte somit wiederum breaken und beginnt hier das fünfte Leg. Und wiederum Triple 1, ich glaube, die verfolgt ihn. Das ist die Single 7. Das ist die Single 19. 29 Punkte. Tonchi war jetzt in den letzten beiden Legs auf jeden Fall klar der bessere Scorer. Hatte aber dann Probleme auf den Doppeln. Hannes mit einer 140. Die gibt natürlich auf jeden Fall Selbstvertrauen nach der ersten Aufnahme und hier nur 26 Punkte von Tonchi. Natürlich ist auch schwer, hier direkt zwei Spiele hintereinander zu spielen. Ich habe jetzt leider keine Info. Es kann natürlich auch sein, dass Hannes gerade vorab schon gespielt hat. 95 Punkte. Somit nach 9 Darts auf 237. Tonchi 125. Tolle Aufnahme, die auf jeden Fall wichtig für ihn sind.
der 259 Rest. Hannes, was kann er machen? Kann er sich den Check stellen? Ja, mit 100 für die 137. Also Hannes ganz klar in diesem Leg der Erste, der auf das Check, auf den Check darf. Aber auch der Erste ist, der das Doppel kommt. Er hat jetzt 6 Darts Zeit. Das ist die Triple 19. Tops, Tops. Oh, der ist, glaube ich, der Zweite war knapp drüber, ja. Der war knapp drüber, aber lässt sich Tops Rest und bekommt ja nochmal 3 Fisch, Frische, da Doncic keinen, kein Finish hat. 60 Punkte. Und Doncic jetzt Doppel 20 für Hannes und die sitzt. Doppel 20, die Mager heute. 4:1 für Hannes. Doncic beginnt das 6. Leck. Punkte von Hannes. Doncic beginnt mit 97. Hannes will natürlich jetzt das 5:1 und dann komfortabel in das 7. Leck zu starten. 85 Punkte von Hannes. Doncic steht natürlich jetzt unter Druck, 4:1. Für ihn heißt es nicht das 5:1 bekommen, sondern auf 4:2 verkürzen und dann am besten durchziehen. 81 Punkte von Hannes. Hat er wieder die Single 1 dabei. Doncic 100 Punkte. Doncic somit der Erste auf dem Finish. 144. Hannes wieder die Single 1. Triple 20. Und der bounced ihm raus. Somit kein Finish. Single 20 hätte ihm genügt. Noch eine Triple 20. 80 Punkte. Das waren 128 Punkte. Stellt sich somit die Doppel 8. Darf auf jeden Fall nochmal ran. Hannes nicht im Checkout ist, trifft wieder die Triple 1. Doncic hatte heute schon mal Probleme auf der Doppel 8. Die hat er jetzt auch wieder. Doppel 4. Ja, geht zurück, konzentriert sich neu. Doppel 4 und das ist auch die Single 4. Hannes hat jetzt die Möglichkeit 132 zu checken. Er wird auf jeden Fall den Weg übers Bull gehen. Single Bull, Triple 19 für das Bullseye. Sehen wir dieses Finish jetzt? Knapp, das war auch die Single. Das war auch das Single Bull, somit 25 Rest. Doppel 2, das ist die Single 2. Doncic wieder mit Problemen auf den Doppeln. Doppel 1, der ist weit runter. Hannes bekommt wieder die Möglichkeit. 9, Doppel 8. 9, Doppel 8. Single 8, Doppel 4. Der ist in der Single 4. Beide somit auf Doppel 2. Doncic jetzt als Erster. Beide, der ist in der Single 2, wieder nicht. Hannes bekommt nochmal die Chance. Konzentriert sich. Ist sich nicht sicher, jetzt. Doppel 2, Single 2, Doppel 1. Der ist auch in der Single 1. Man sieht es am Gesichtsausdruck, dass die auf keinen Fall zufrieden sind. Single 1. Jetzt extreme Probleme bei beiden auf den Doppeln. Hannes Doppel 2. Motiviert sich hier nochmal, man kann sehen. Konzentration.
Die Doppel 2, wieder die Single 2. Doppel 1. Doppel 1, jetzt sitzt da. Fünf zu eins für Hannes. Hannes darf das letzte Leg beginnen. Hat vermutlich nochmal einen Schluck Wasser genommen. Nochmal konzentrieren. Die Partie für ihn entscheiden und nach Hause bringen, ohne es weiter spannend zu machen. 57. Was macht Doncic jetzt? Kann sich er nochmal motivieren? Kann er nochmal sagen, jetzt drehe ich die Partie. Er muss 5 Legs in Folge gewinnen, um die Partie noch für sich zu entscheiden. 60 Punkte. Von Hannes. Hannes hat natürlich nicht viel Druck. Er weiß, es macht nichts, wenn ich ein Leg verliere. Es macht auch nichts, wenn ich 2 Leg verliere. Aber wenn ich mehr Legs verliere, dann sollte ich eventuell aufpassen, dass ich die Partie nicht noch verliere. 121 Punkte von Hannes. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig, um hier Tonchi in Schach zu halten. Tonchi mit 60 Punkten. Sind beide ziemlich gleich aus, ziemlich gleich auf, 20 Punkte Unterschied. Hannes mit einer 100, somit 164, also ein mögliches Finish. Wo bringt sich Tonchi hin? Braucht noch ein Triple, das sind eine 140. Das sind 141 Punkte für Tonchi und das ist die Single 1. Die verfolgt ihm heute das ganze Spiel schon. Also dieses Spiel sehen wir immer wieder die Single 1 und die Single 3 bei Hannes. 141. Das ist auch die Single 1. Jetzt darf er. Was macht er? 86, Triple 18, Doppel 16. Klappt die Triple 18. Die Triple 18 klappt. Er geht nochmal einen Schritt zurück. Doppel 16, Matchstart Nummer 1. Matchstart Nummer 2 auf die Doppel 8 und der sitzt. 6 zu 1 für Hannes Schnier. Wir gehen wieder kurz in die Pause und wir kommen in Kürze wieder zurück.